So, und damit gehen wir live in die Knife Front in dem ersten Halbfinale vom Vulcanian Cup 2016. Timo Nice gegen die Blue Jays, ja, das ist jetzt ein Spiel von beiden Favoriten dieses Turniers. Okay, normalerweise müssten sie eigentlich knifen. Weil ich habe auch schon die Knife Round verpasst, dann gehen wir eben direkt in die Pistol Round, okay? Weil wir hatten nämlich kleine Probleme mit dem GoTV. Ich schätze mal, da haben die Jungs schon geknifed gehabt. Ich habe leider lediglich null Informationen dazu bekommen, aber jetzt erstmal der japanische Mann in der Banane. Ja, die Nade kommt gut getimed. Kann er gut low schießen, dann geht er down. Jetzt gucken wir mal, Holy. Und NLS. Gegen 3. Der fixt dann nur noch mit 17 HP. Und einer kommt da ganz, ganz spät über die Mitte erst. Jetzt. Ja, einen leichten Contact da gehabt. Der fixt jetzt nur mit 17 HP. Sadie mit 8 HP und da kommt eine gute Flash. Und dann kommt der Mittelspieler, der Lemon. Und macht dann einfach den Frag. Und dann geht die Pistol Round an die Blue Jays. Also haben sie wahrscheinlich die Knife Round gemacht. Oder es wurde überhaupt nicht geknifed. Ich hab dazu überhaupt keine Information bekommen. Das war schon wieder sehr professionell. Also daher. Ja gut. Bei dem anderen Spiel kann ich es überhaupt nicht sagen. Ich habe Turtle 0 verfolgt, aber ich weiß, dass Nitro stark aufgespielt hat in der Gruppenphase. Wir haben uns aber erst den Aufbau und man spielt hier Standard bei den Blue Jays 3 auf A. Jetzt machen wir den Doppelt. Oh, die Flash war richtig gut für den japanischen Mann, dessen Namen ich nicht kenne. Da geht er. Geht Ergo aber down gegen Lemon. Na, und LCFN, der gast da einfach kurz durch mit seinem Mate. Gegen NLS macht er den Frag. Kann er den dritten auch machen? Den dritten macht er auch. Jetzt ist es nur der japanische Mann. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie der heißt, weil immer dieses. Hat er doch bestimmt einen ordentlichen Namen, oder? Ah, okay, das ist der Sensei. Okay, da weiß ich das auch. Gut. Also, Sensei, ja. Sensei, hört er welche? Checkt er ein bisschen mit? Also, mit 13 AP. Kann er vielleicht noch einen holen? Nein, auch nicht mehr. Geht dann down. Also, auch die Folgerunde für die Blue Jays. Ja, hab ich auch gerade gesehen, Sensei. Das ist immer doof, wenn die alle paar Stunden ihren Namen ändern. Oder paar Tage. Ja, da wird nicht viel gekauft, P250 bei vier Leuten, NLS da nur mit der USP bewaffnet. Falls ich gleich automatisch wieder in meinen ganz normalen Twitch-Overlay kommen sollte, dann tut mir das leid, weil irgendwie übernimmt OBS das nicht, dass ich den Bein draus nehme. Dann muss ich das mal während des Streams machen. Oh, und Holy geht der erstmal direkt down. Hab jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Das ging ganz schnell. Ja, die Waffe konnten sie sich auf jeden Fall da sichern. Am B, die Smoke liegt da gut. Sensei hat einen guten Spot, wird da überhaupt nicht gecheckt von Sadie. Oh, da ist er gut durch die Smoke gegangen. Und jetzt muss Sensei da ein bisschen was mit der MAC-10 machen. Bleiben aber bei Sensei. Wichtige zwei Frags da von ihm auf dem B-Spot. Und jetzt ist es Gappy, der da gleich ein bisschen was zu tun bekommt. Dann nicht zu früh zeigen. Blue Jays move das aber auch relativ gut darum. So, da stehen sie eigentlich gut. Die haben noch. Ja, sie wissen, dass da einer am Pit sein muss. So, LCFL mit der Mac und Lunte dann einfach nochmal mit der AK. Und da gibt es noch die dritte Runde. Aber viele, viele Waffen verloren. Zwei Spieler nur noch mit Low AP, die letzten zwei Spieler eben gerade. Also war schon eine knappe Eco-Runde. So, und jetzt aber die Monais an den Waffen. Wir gucken erstmal direkt auf NLS. Der hat da die Ave. Scheint da Richtung B gehen zu wollen. Gucken wir mal, ob er da einen Pick machen kann. In der Banane. Oh, da hat er den gesehen. Schießt ein bisschen früh. Im Haus gibt es jetzt auch gleich ein bisschen einer. Steht da im Dark.
Aber holy, pass da auf gegen Lunte. So, NLS, diesmal mit dem Shot. In der Banane. Jetzt geht's ein bisschen Schlag auf Schlag. Jetzt ist es nur noch ECFN und Lunte. Also ich versuche jetzt mal ein bisschen ohne, ohne Autodirector zu machen. So, Lunte geht jetzt einfach durch die Smoke, geht dann down, jetzt FN alleine. Ohoho, Sensei mit einem schönen Ding da durch die Smoke. Hat er wahrscheinlich die Füße gesehen oder auf Prediction. Also hier schon die erste Runde für Monarch und das auch noch flawless gewesen. Ja, flawless Round gewesen für das Team Monarch. Also so kann man da schon mal gut in die erste Grip Round starten im Halbfinale. Ah, ja, holy, Crosshair Placement, like a boss. So, jetzt geht's erstmal second mit, zu dritt. Das haben wir jetzt auch schon zwei, dreimal bei den Blue Jays gesehen. Jetzt wird erstmal das komplette Haus eingenommen. Allerdings trotzdem relativ schwierig ist zu spielen aus dem Haus und die Mitte hoch. In der 2, zwei Mann stehen und kurz, einer im Pit, einer kurz vor dem Pit. So, Gappy da aber mega blind, muss der jetzt aber Mindestzeit machen. Hilft er seine Mate, Lunte macht dann den Dach, dann den Refact, NLS ist dann auch noch da und Supporter von Library macht dann die Bombe down. Zwei starke Frags von ihm. So, Bombe kann trotzdem gelegt werden. Da Fix und Lemon. So, Lemon hat eine schlechte Position. Ah, da kommen ein paar Molotovs hin. Bringt aber nicht viel, denn da liegt auch noch eine Smoke. Und alle drei Monarch-Spieler da anlangen. Ah, der Fix ein bisschen was gespottet. Jetzt kommt da eine schlechte Decoy. Oh, schöner Spray da von ihm. Und jetzt der Fix 1 gegen 1. 100 gegen 6 HP und der Fix macht doch die Runde. Vierte Runde hier für die Blue Jays. Schön gespielt, schön gegen drei Mann gehalten. So, und jetzt wieder Eco. Ja, da werden ein paar Pistols getroppt von den Leuten, die ein bisschen Money haben. Also wir haben jetzt auch keinen AWP gesehen. ECF Ender ohne Equipment. Na, er hat auch gar kein Geld mehr. Am B ein bisschen Trouble da. Sadie kriegt erstmal ein richtig schön B250 Headshot und Lemon direkt hinterher, geht dann down. Sadie macht dann den Refrag gegen Ergo. Vielleicht kriegt er auch noch einen 20er Hit ab. Holy. Ah, kleiner Hit-Austausch. Nochmal ein Hit gesetzt von Holy. Nun da. Sieht er da Gappy? Er hat da Gappy. Oh, ziemlich spät gesehen. Macht dann aber auch den Flex. Und der Fix rechnet dann mit seinem Message. Das hat einen Step nach vorne gemacht. Wurde dein Knie gesehen. Jetzt ist es nur noch Sensei und Holy. Und Holy ist jetzt komplett in Bedrängnis. Von vorne, von hinten, von überall. Und jetzt ist es Sensei alleine. Er hat aber einen AK. Aber kein Kevlar, kein Equipment. Ja, einziges richtige Entscheidung, das Saven zu gehen. 1 gegen 4. Also damit die fünfte Runde hier für die Blue Jays. Von 5 T-Runden, damit kann man schon durchaus arbeiten. So, Lunte, der jetzt hier, glaube ich, berichtigt mich bitte, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Lunte, der jetzt in dem Turnier das erste Mal für die Blue Jays spielt. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ja, Lemon hat ja die Gruppenphase auch mitgespielt. Und Lunte, ja, macht er noch einen Frag der Sensei. Noch eine Waffe rausnehmen. Allzu viel Geld ist auch nicht vorhanden bei den Jungs von Blue Jays. Aber wir sehen wieder die AWP bei NS und immer noch keine AWP bei dem AWP bei den Blue Jays. Das setzt mal komplett auf die AK. Jetzt gucken wir mal, ob er diesmal vielleicht einen Frag erzielen kann. Oh, er ist mega blind, ruft aber gut hinter das Holz. Sieht jetzt rum. Starke Headshot da von ihm durch das Auto durch. Und Ergo steht da noch. Man schiebt da jetzt aber komplett zurück. Von beiden Seiten. Dann Holy. Da schleichen sie komplett durch im Haus. Machen da keinen Steps, aber Gappy hat eine gute Position. Ja, Gappy. Ja, Timing. Wenn er jetzt hochkommen wird. Ja, er hat ihn gesehen.
Hat er ihn gesehen. Schießt ein bisschen früh. Hittet ihn dann nur leicht an. So, holy, die Flash. Oh, kann aber trotzdem kein Frag, und obwohl er nicht blind war. So, Sensei da aber auch schon on site. Und dann kommt sie jetzt von allen Ecken, Cappy wurde einfach gebankt, weil er bekannt war. Und Sensei geht auch down. NLS und Ergo. Gegen 3. Aber wenn NLS da jetzt nochmal einen Pick ziehen könnte, wäre die Runde nochmal noch machbar. Ne. Okay, NLS. Okay, die Jungs entscheiden sich hier nochmal zum Saven. Vielleicht nochmal ein, zwei Exit-Tracks ziehen da. Die Waffen nehmen. Blue Jays hat immer noch nicht allzu viel Geld. Ja, und die Defix da mit 6000. Also man entscheidet sich hier wieder fürs Saven und damit geht die sechste Runde. Beziehungsweise die, geht die siebte Runde an die Blue Jays. Somit haben sie 6 Runden. Ja, Ergo leckt da ein bisschen. Ja, dann High Ping. Oh ja, jetzt schießt der Ping ganz schön hoch beim Ergo. 130. Okay, geht wieder runter. Ah, zwei gesavte Waffen da bei den Jungs von Mars. Und diesmal sehen wir NLS mal in der Mitte. Ja, wenn die Jungs da. Naja, traut sich nicht zu felsen. Hat er erst auf die Banane. Ja, auf die Nate gewartet. Aber jetzt geht's Banane hoch. Und da steht Ergo. Mit der AK macht aber keinen. Macht er nur wenig, wenig Damage. Und Sadie gibt da einfach den Headshot. Guck mal, NLS wird da wohl der Erste sein, der da ein bisschen. Kontakt hat, aber Banane steht auch noch unten. Zu zweit stehen sie da und aimen da ab. Und das ist wieder gut da gespielt von den Blue Jays. Wir warten direkt den Push von Monize. Gappy kann dann noch einen Spieler aus dem Spiel nehmen. Ja, und jetzt wieder NLS alleine gegen 3. Einen hat er von 2. Er hat aber kein Kit. Ne. Aber da wollen sie in Hand gehen. Das merkt er. Der rechnet aber nicht mit dem zweiten Spieler, der da genau hinterher kommt. Hinter Lemon, da haben sie einfach eine Piranese gespielt. Eine Bolognese. Piranese, Alter. Also, siebte Runde für die Budget ist 7:1. 7 T-Runden. Das ist ein richtig, richtig schöner Start ins Halbfinale. In der ersten Map hier. Das Best of Threes. Ja. NLS mit der Arbe. Also gucken wir, bleiben wir mal bei ihm. Geht direkt Second mit. Und er versucht dann eine mobile AWP zu spielen, der über einem steht. Da haben wir einen Step gemacht und ein bisschen eigentlich gehört haben. Und jetzt geht's einfach Mitte hoch. Die Flash war nicht so gut. Macht er einen. Er geht aber Holy an langen Down. Dann macht er erst noch einen zweiten. Dann wird er gerefragt. Jetzt Gappy an Sandkasten noch. Im Sandkasten. Dann muss er jetzt mindestens einen machen. Ein bisschen Zeit rausholen. Oh, da holt er viel, viel Zeit raus für seine Mates. Jetzt Sensei gegen Sadie. Mit 56 HP, 55 Sekunden noch auf der Uhr und die Bombe ist down. Und da bleibt er einfach stehen. Er hat einfach die Balls und nimmt sogar das Knife in die Hand. So, und jetzt schiebt er raus. Ne, er bleibt da immer noch stehen. Aber Sadie müsste ihn ja dann eigentlich theoretisch, die müssten dann die Füße gesehen haben worden sein tun. Da hat er jetzt, müsste ihn ja gesehen. Ja, oh, er hat ihn gesehen, aber. Sensei mit einem richtig, richtig starken Headshot dann mit der M4. Gut, dass er. Gut, dass das Headie Low hatte. Beziehungsweise Half-Life hatte, sonst wäre ein hätte ein Headshot von der M4 nämlich nicht gereicht. Aber damit die zweite Runde für die Monice. Ah, die AWP geht wieder an NLS. Was soll da. Gucken wir mal. NLS wieder. Ja, vielleicht fällt er jetzt mal wieder Richtung Mitte. Er flasht sich da. Ja, bringt aber nicht allzu viel. Dieser schnell Second mit. Und Gappy steht da mit der P90 im Haus. Ja, wird sogar fast exakt gebankt. Gut, dass er einen Kopf unten hält. Es ist klar keine schlechte Taktik. Gappy da im Haus und Hody im Boiler. Jetzt gucken wir aber erstmal lieber auf B, denn er ist gerade schon mal ein Track gefallen. Ergo jetzt alleine mit der Farm, das macht er gut Damage, aber auf Bang folgt immer ein Rebang. Also die Jungs stehen da nicht schlecht im Haus. Jetzt geht's komplett zurück. Und
Lunte, Lunte. Ja, Gabby schiebt nicht, nicht Richtung falsche Mitte, sondern geht komplett Haus, geht komplett Teppich zurück. Also jetzt nur noch Ergo alleine auf dem Spot, auch einen Esther jetzt schon verschoben auf dem A-Spot und das ist eigentlich der richtige Riecher. Die Flash war nicht gut für Lunte. Und jetzt geht's Richtung Lang und da steht NLS. Was kann er jetzt machen mit seiner AWP? Mindestens zwei muss er machen. Er verschießt, aber schießt ein bisschen spät. Und jetzt wird er natürlich ein bisschen gepusht. Einzeln, da springen sie einfach um die Ecke. Und jetzt Noscope, er versucht Noscope, ja. Hat Noscope versucht, hat es aber nicht geschafft. Und jetzt muss Ergo da stehen. Ergo kriegt da jetzt gleich Besuch von vier Leuten auf dem B-Spot. Und der Fix alleine. Jetzt wollte ich gerade gucken, ob der Fix einen Frag macht. Und dann geht Ergo schon down, kann da nur ECFN aus dem Spiel nehmen. Aber die Zeit ist abgelaufen. Da habe ich selber jetzt nicht drauf geachtet. Und damit geht auch die Runde an Munice. Ganz, ganz knapp, da hat die Bombe gelegt. Da hat vielleicht ein Bruchteil von einer Sekunde gefehlt. Also das ist ein ziemlich, ziemlich schnelles Spiel, wenn sie hier ihre Ghosts starten. Das ist genau das Gegenteil, was wir in der Gruppenphase oder im Viertelfinale gesehen haben. Da wurde die ganze Zeit nur so ein bisschen langsam gespielt, schleppend gespielt auch. Obwohl normalerweise der Go angefangen hat, wurde trotzdem noch der Go langsam weitergeführt. Und hier sehen wir einfach endlich mal ein schnelles Spiel. Ja, das Hühnchen macht dem Feuer nichts aus. Ah, Ergo ist schon Kontakt. Sensei hat eigentlich eine gute Position. Ob sie da oben mit ihm rechnen, ist fraglich. FN hat aber auch noch ein bisschen Kontakt. An Lang jetzt. Kann dann 20 Damage machen, nur. Oh, Lunte. Stark von ihm da durch den Minischlitz. So, und jetzt geht's auf A. Über Kurt. Holy, da komplett überrannt worden. Hatte da gerade die Flash geschmissen. Gabby kriegt direkt den Headshot ins Gesicht. Und die Jungs können sich direkt wieder entscheiden zu saven. Ja, richtige Entscheidung da. Gegen 5 Spieler. Und das ist dann die 8. Runde schon für die Blue Jays. Und jetzt gehen sie schon handen. Zumindest leicht handen. Die zweite Map ist mir auch nicht bekannt, ja. Also da müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen. Ich habe jetzt auch das Overlay nicht, also den Wartescreen nicht großzügig angepasst auf dem BO3 und so. Weil, wie gesagt, gestern habe ich auch schon mal gecastet. Jetzt aber erstmal Sensei. Macht er noch einen guten Hit oder stehen sie gut im Kreuzfeuer? Machen da zwei Frags. So, aber die anderen kommen jetzt auch schon. Jetzt muss er stehen, muss er stehen, muss er stehen. Macht keinen mehr, geht down. Teddy gönnt sich die letzten zwei. Was soll ich sagen? Achso. In dem BO3, genau, weil gestern habe ich ja auch nochmal gecastet, das war das Viertelfinale und so. Und anstatt zwei Spiele, BO1, hatte ich halt nur eins, weil Monat halt mit dem Deathwind durchgekommen ist. Und da es mir sowieso nicht allzu gut ging gestern, hat man glaube ich auch gehört in meinem Cast, da war ich ein bisschen träge und kaputt, krank und sowas alles. habe ich da mich auch nicht mehr so weiter mit befasst mit den Wartescreens momentan, außer die Logos und die Namen. Jetzt wäre erstmal Holy. Starker Alter von der mit der P2000er von ihm. Jetzt, oh, da move er nochmal rum und macht den Frag. Der Fix geht jetzt komplett über lang und checkt da nicht, Gappy? Ja, also hätte den Gappy den jetzt nicht gemacht. Ja, Ergo wird da abgefackelt. Ja, wurde aber doch noch gesehen von Sadie Lemon. Gegen Gappy macht er auch den Frag und jetzt Sensei und Holy. 2 gegen 2 Situation. Lemon nur noch mit 40 HP, aber beide Spieler davon nur nice. Kein Kevlar, keine Crip, kein Kit. Hoffentlich Motivation. Aber Bombe ist ganz, ganz ungünstig down. Second mit, ja, und jetzt müssen die Jungs den erstmal zurückschieben. Und Blue Jays weiß natürlich nicht, dass Monice nicht weiß, dass die Bombe dort down ist. Ja, also beide Spieler, beide Teams rechnen da jetzt eigentlich mit damit, dass die Bombe da ist und das ist schwierig zu erklären. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt haben sie aber gleich die Bombe gepickt. Jetzt müssen sie eigentlich gemerkt haben, dass Monarch es nicht gewusst hat, aber Holy, ja, hört er die Step Move da gut richtig in die Ecke. Jetzt muss er gutes Timing beweisen und das hat er auch. Ein schöner Spray von ihm. Jetzt ist es nur noch Lemon mit 12 HP. 10 Sekunden. Bombe kann er auf jeden Fall noch durchlegen. Wenn da jetzt eine gute Nade kommt, oder der Molotov. Und hier sind 2 und Sensei ist da ganz schön schnell. So, Bombe wird jetzt abgemollied. Bleiben mal bei Lemon. Bis jetzt diffused noch keiner.
Oh, das bufft er richtig stark. Und keiner rechnet damit, dass er übers Haus kommt. Oh, die Flash war nun mal richtig gut gegen Sensei. Ja, die Flash war genauso gut. Er macht zwar den Frag, aber er muss da weg. Er muss da weg und das ist einfach mega stark gespielt von Lemon. Das war sozusagen Counter-Strike Entertainment auf höchstem Niveau. Als jemand dreimal die Farm hat bei Mona 1. Also das Geld sitzt da schon relativ knapp jetzt. Jetzt muss man hier mal wieder eine Runde holen. Und am besten, also die nächsten Runden sollten eigentlich alle auf das Konto von Team Mona 1 gehen. Oh, jetzt ein bisschen Banane, Trouble, Sadie. Er hat schon einige gute Headshots hier gedrückt in dem Turnier. Oh, Lunte. Starker Frag von ihm gegen Gappy. Da hat Holy diesmal nicht richtig aufgepasst. Macht aber den Frag in der Mitte gegen ECFN. Jetzt gegen Haus. Und damit rechnet er auch. Und das ist wieder gut von ihm gemacht. Macht dann einen starken, wichtigen Headshot. Jetzt sind alle drei Spieler von Blue Jays in der Banane. Oh, Sensei späte Smoke und die nimmt nochmal schön viel Zeit raus. Jetzt, oh, da versprayt er sich ein bisschen und geht dann auch down. Jetzt ist es der Fix und Lemon. Auf Bang folgt immer Rebang. Habe ich vorhin schon mal gesagt. Im Prinzip stehen die Jungs da wieder nicht allzu schlecht. So, die Flash ist nicht ganz so schlimm. Aber die Flash ist schlimm. Die hat aber einmal richtig schön blind gemacht. Der Fix macht da trotzdem Frag, geht dann down. Jetzt ist Lemon allein und der flasht sich selber und geht dann down. Also doch nochmal die vierte Runde. Oh, jetzt hat keiner. Ja, Gott, noch ein Kit. Ja, der Fuse geht auf jeden Fall noch durch. Also die vierte Runde für Team Mona 1 gegen die Blue Jays. Da war auf jeden Fall eine starke Runde da von Lemon, also hat er gut gemoved. Ja, gestern war ich aber auch Hunde kaputt, da war ich fertig. Ganze Woche Spätschicht gehabt und Freitag dann extra Frühschicht genommen und dann bist du erst um 10 zu, um 10:30 zu Hause und musst morgens um 4 schon wieder aufstehen. War nicht so prickelnd. So, jetzt aber erstmal ein Banane-Push hier von Mona 1. Jetzt sehen wir mal ein offensives City-Spiel, aber Sadi rastet da einfach aus mit der Diegel. Aber ergo. Sie rechnen dann noch mit einem dritten Spieler, dann geht der aber trotzdem down. Jetzt ist es Holy und Gappy. Und jetzt müssen die Jungs mal zeigen, dass sie es hier auch drauf haben. Ah, das Spray ganz leicht daneben. Molotov beide an derselben Position. So, Gappy rechnet da überhaupt nicht mit dem Baum. Macht dann nur so einen Alibi-Check. Boah, Holy mit dem Lenkrad. Macht aber trotzdem den Frag. Nette Rechtsklick-Flash. Bombe ist leider nicht am Grill gelegt und Defix macht da einfach einen schönen Headshot auf Bree. Also 10 zu 4 für die Blue Jays. Und das Geld, ja, da sieht man schon. Gappy, Mac7, Holy, Deagle, CZ bei Ergo, noch eine Deagle bei NLS und unser japanischer Mann, der Sensei, mit einer 5-7. Wieder schnell Richtung Quartz. Aber Holy steht da mit der Deagle und da gibt er ihm einfach den Tap. Schön von ihm gemacht, schön von ihm geschossen. Oh, dann macht er noch einen zweiten. So, Lunte. Aber rechnet er einfach mit Gappy. Der steht einfach viel zu oft im Dark Room, wie es so schön heißt. Ah, ergo dann noch ein bisschen. Bisschen Trouble in der Banane. So, die Z hat nicht allzu viel Schuss, also müsste er nicht mal aufpassen, wo er hinschießt damit. Jetzt ist es Sadie alleine gegen drei Spieler von Team Mona 1. Die Frage ist, kann Sadie jetzt hier die Runde klatschen? Der steht da gut hinter der Säule. Oh, da stehen die einfach perfekt.
da einfach, die stehen einfach schon fast zu gut. Jetzt zieht er lang rum. Oh, Sadie, das wäre aber fast gut gegangen hier für die Jungs von Blue Jays. Hat er leider keinen Hit gemacht, aber hätte er da noch so ein mit ein bisschen Glück einen Headshot noch reingemacht, dann wow, wäre das nochmal eine starke Runde gewesen. Also 10 zu 5 hier für die Blue Jays und die haben schon das ganze Turnier über gezeigt. Aiming sitzt bei den Jungs auf jeden Fall. Gruppenphase brauchen wir nicht drüber zu reden. Viertelfinale war ja dann auch relativ einseitig. Das war dann 16 zu 4. Also doch. Man schätzt die hier natürlich logisch als klare Favoriten ein, aber dennoch, man weiß ja bekanntlich, in E-Sport passiert so vieles. Muss ich erstmal kurz. Ah. So, jetzt bin ich bereit. Ich muss aber die Hose ein Stück runterziehen. Also nicht, dass man sie jetzt denkt. Wir sehen erstmal einen 3er B-Stack auf B. So, aber die Jungs von Monais spielen da erstmal Second Mitte an. Sadie. Oh, Sadie pusht ein bisschen offensiv und damit rechnen sie überhaupt nicht. Dann macht er einen und dann schießt er ein bisschen schnell hintereinander, macht aber den zweiten auch noch und LNS macht dann den Refrag. Und Lemon macht dann wiederum den Refrag. So rum war's. Gappy, Gappy, Gappy. So, wie auf Cobblestone. Gappy gegen den Rest der Welt. Ach, kaum habe ich es ausgesprochen. Hat er schon den Headshot sitzen. Oh. Ach, guck mal, das geht sogar mit dem Mausrad. Krass. Hat sich Gaming was richtig Sickes einfallen lassen. Dann sehen wir erstmal natürlich komplett davor bei den Jungs von Team Monice. Denn die Runde muss jetzt einfach her. Das wird jetzt sowieso schon schwierig. Und wenn sie die Runde jetzt verlieren, ist es noch schwieriger. Aber LCFM mit der P90. Da hält er einfach rein, da hält er einfach rein. Holy macht dann den Reflex an ECFN. So, Lunte. Da steht er close, close mit einer M4A4. Da kann er, hat er ein bisschen mehr Schuss. So, Gappy, Tech 9. Da war er überhaupt nicht drauf. Aber er macht trotzdem den Frag. Das ist die Tech 9 und das ist die USP. Und da hat uns nochmal gezeigt, wie das funktioniert. Also schade, schade hier, dass das Spiel doch so ein bisschen einseitig bis jetzt aussieht, aber Gott sei Dank gibt es ja noch eine zweite Map. Drei B-Stack auf jeden. Ja, Mann, das ist halt so. Ich rede immer schneller, als ich denken kann. Weil jetzt wieder Setti. Da stehen sie in einer Reihe. Das ist ja wie auf der Bowlingbahn für ihn. Da macht er 3 km Spraydown. Lund ist auch noch da. Ja, neue Ansätze gibt es bei ihnen nicht. Jetzt geht einfach weiter drauf. Ja, eine Team mit einmal dazwischen, dann nimmt er die Tech 9. 13. Runde für die Blue Jays. So, und jetzt muss Team Monice nochmal ordentlich reinhauen. Alle 5 Spieler mit der K. Ein bisschen Equipment da auch am Start. Auf jeden Fall 5 Smokes. Jetzt will ich mal einen richtig schönen Go sehen. Von den Jungs. Da steht er wieder relativ close, aber Ergo geht dann down gegen der Fix, der immer noch die MP9, die MP7 spielt. Einer der, ich finde, der geilsten Waffen. Oh, Sadie. Schöne Position von ihm, bekommt aber noch einen Headshot da durch die Wand. Von NLS. So, jetzt switcht er erstmal die MP7 auf eine AK. Gepi. Macht da ein bisschen den hinter den Smoke-Steher. Aber rechnen damit. Aber jetzt ist Sensei da. Und Sensei hat jetzt ja nicht mal einen Frag gemacht, da den First auf dem B. Ah, da ging es aber wieder down in der Second gegen Sadie. Refrag-Verhalten ist auf jeden Fall vorhanden. Um das so ausdrücken zu können, jetzt aber Defix. Wenn er das da gut spielt und er spielt er gut und dann macht er sogar beide. Also das ist. Ja, ich weiß nicht, es ist schwierig. Schwierig zu sagen, Monice hat jetzt einen langsamen Go schon mal versucht. Einen schnellen Go versucht. Da hat aber beides nicht so wirklich geklappt. Also. Da steht einfach in der Mitte, wegen ein bisschen runter. Ergo jetzt in der Banane. Macht da einen gegen DevX. Ja,
Dann ist aber Sensei da. So, und da haben sie jetzt beide Flags auf dem B. Jetzt müssten sie eigentlich mal auf den B-Spot gehen. Aber die Bombe geht da über den Kriechgang. NLS lässt sich da viel Zeit. So, Gabby. Gabby, da macht er doch mal einen Frag. Und jetzt ist nur noch Sadie. So, und jetzt ist das Comeback real. Gucken mal, was Sadie da jetzt macht. Sadie macht einen. Macht zwei und kriegt dann aber nicht mehr früh genug rumgezogen mit dem Crosshair. Geht dann down die sechste Runde für Team 1. Also wenn sie jetzt hier noch ein paar Runden in Folge holen würden, aber jetzt sind wir erstmal zwei AWPs dabei. Blue Jays. Die Jungs haben kein Geld, haben eigentlich einen relativ guten Vorsprung, forcen trotzdem komplett runter. Und die zwei Spieler mit Geld kaufen auch noch eine AWP. Also droppen, getroppt wird da nichts. Höchstens der Beat. So, dann haben wir einmal mega lag. Den Deagle Headshot hätte ich gerne gesehen von ECFN. So, holy. Holy moly mit einem schönen Headshot. War natürlich auch ein Free Frag, wie man das so schön sagt. 3 gegen 3 Situation. Zweimal AWP da bei den Blue Jays. Bombe. Ja, die Jungs haben die Bombe und stehen komplett in der Second mit drinnen. Und Bombe schiebt jetzt zurück. Warum die immer über den Kriechgang ging, verstehe ich jetzt nicht. So, jetzt eine Lesser mit der Arbe. Also einen No-Scope reinmacht. Nein, aber Lunte move da einfach. Es ist einfach wieder Timing. Ja, es gehört dazu, wenn man so move, das ist, gehört einfach eine Menge Timing dazu. Gerade dann, wenn sie einen Rücken zudrehen, dann macht er nochmal einen Frag, der Gappy. Jetzt gegen zwei, oder wird er einfach von beiden Seiten genommen und da ist die 15. Runde für die Jungs von Blue Jays. So, beide AWPs werden da behalten. Die Jungs haben teils Geld beim NAS. Zum Beispiel wieder damit low. Wird schwierig. Gucken wir uns mal ganz kurz die Stats an. Und zwar Top Fragger bei den Blue Jays ist Sadie mit 25-12. Der wirklich wieder ein gutes Spiel macht. Lunte 23-13. Das erste Spiel, soweit ich weiß, jetzt im Vulcanian Cup. Und Sensei und Holy Moly bei den Team Monice als Top Fragger. Beide mit 17 Frags. So, Adventure da gut mit der Auto Pump Gun. Und das ist einfach so eine Position, da kann man mal mit der Pump Gun was reißen. So, und dann geht Gappy auch noch down. Das war jetzt, ja. Gut. Reden wir nicht drüber. Also 16 zu 6. Schön gespielt von den Blue Jays. Irgendwie kam.